Was ist ein Merkmal und was ist eine Merkmalsausprägung? Fragezeichen. Was ist ein Merkmal und was ist eine Merkmalsausprägung? Sie sehen hier an das Wort Merkmal wird hier noch etwas dran gehängt, nämlich Ausprägung. Ja? Ein Merkmal ist eine typische Eigenschaft. Ja, die Eigenschaft, die uns gerade interessiert, die wir gerade untersuchen, zum Beispiel die Körpergröße. Es kann auch die Augenfarbe sein, das Sternzeichen, das monatliche Gehalt. Ja, das kommt immer darauf an, was wir untersuchen. Aber nehmen wir jetzt mal die Körpergröße. Und die Merkmalsausprägung ist, wenn das Merkmal Körpergröße heißt, ist der Wert, den das Merkmal annimmt. In dem Fall ist es ein quantitatives Merkmal, also der Wert kann sein 173 Zentimeter. Wenn das Merkmal Augenfarbe heißt, dann ist der Wert braun zum Beispiel. Wenn das Merkmal monatliches Gehalt heißt, dann ist der Wert 2300 brutto. Was immer. Ja? Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.